Offensichtlich wird im Kanzleramt ein sogenannter Mega-Lockdown vorbereitet, schon seit einigen Tagen. Die Öffentlichkeit und auch das Parlament werden nicht über die Absichten des Kanzleramts informiert. Der Deutsche Bundestag und jetzt auch die Bundesländer werden nicht einbezogen in die Überlegungen, die Frau Merkel mit ihrem Stab anstellt. Für uns ist diese Situation selbstverständlich nicht akzeptabel. Die Bundeskanzlerin muss die Öffentlichkeit und muss das Parlament informieren darüber, was sie beabsichtigt. Wir verlangen eine Information darüber, welche Daten, welche wissenschaftlichen Fakten die Grundlage für die jetzt anstehenden Beratungen sind. Und vor allen Dingen interessiert uns, ob es Alternativen gibt, die seitens des Kanzleramtes erwogen werden, die den Menschen mehr Freiheitsspielräume weiter erhalten. Das sind Fragen, die jetzt anstehen und die nicht länger hinter verschlossenen Türen beraten werden können.